Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect Andromeda. Mir ist aufgefallen, dass wir hier ja gar nichts mehr machen können, was die Mördersache angeht, ne? Beweise für den Mord untersuchen. Denn wir haben ja erfahren, dass wir die Leiche bergen sollen. Und deswegen können wir den Quest erst später weitermachen. Daher würde ich sagen, wir werden jetzt mal die Stationssabotage aktivieren und dem einen netten Kollegen da mal ein bisschen unter die Arme greifen, wie wir es ihm ja auch versprochen haben. So, da haben wir doch da hinten schon mal was. Okay, verstehe. Es fängt anscheinend immer so an zu blinken, wenn man in der Nähe ist. Bradbury Landing in der Nähe des grünen Bandes. War aber nichts. Hat's nicht gepasst? Gut, dass Sie rausgekommen sind, bevor was passiert ist. Das habe ich mir auch gedacht. Okay, also wie man sieht, blinkt es jetzt da oben die ganze Zeit, weil wir einfach direkt davor stehen, fast. Theoretisch, oder? Wo ist denn das jetzt? Oder auch nicht? 19 Meter? Okay, es scheint doch irgendwo oben zu sein. Aber hier auch nicht, oder? Ja, ich komme damit noch nicht so ganz zurecht. Ich denke mal, es ist einfach in einer anderen Etage. Okay, dann verstehe ich aber nicht so unbedingt, warum es da denn blinkt. Was mir das genau sagen soll. Ich dachte, es blinkt halt, wenn ich ganz in der Nähe davon bin und es vielleicht hier so hinter der Säule versteckt ist und ich das nicht sehe, dass es da ist. Ich weiß es nicht. Was ist, wenn ich jetzt hier hingehe? Oh, der ist auch nicht hier. Ich glaube, es blinkt, wenn man in die richtige Richtung geht. Oder? Jetzt blinkt es mehr, jetzt wieder weniger, jetzt ist es wieder ganz schwach. Jetzt ist es weg. Okay. Hier. Das sieht auch sehr kaputt aus und es blinkt auch sehr doll. Aber wir können nichts machen. Also das System habe ich noch nicht so ganz verstanden, muss ich gestehen. Für mich bedeutet das, dass ich dann in der Nähe bin. Und so stark wie es blinkt, würde ich denken, ich stehe jetzt genau davor und das ist dieses kaputte... Oder muss ich jetzt irgendwie... Moment, ist das vielleicht einfach so ein Scanner-Symbol, das mir sagt, hier muss ich unbedingt ganz dringend scannen? Pathfinder. Der Saboteur verwischt seine Spuren, indem er dieses Panel mit Energie von einem anderen Anschlussrelais überlastet. Sie können die Verkabelung scannen und ihr folgen, um das Ausweichpanel zu finden. Oh. Okay, verstehe. Ich habe es endlich verstanden, warum es da oben so extrem rumblinkt. Explosionsstelle. Die Explosion dieses Anschlusses war das Ergebnis eines Versuchs, durch das System einen großen Energieanstieg zu kompensieren. Falls Sie den Anstieg zu seinem Ursprung zurückverfolgen können, erfahren wir, wer auf die Systemsteuerung zugegriffen hat. Ja, und hier können wir jetzt der Leitung folgen. Ach, das ist ja auch ziemlich cool gemacht, finde ich. Das hat was. Das heißt, wir werden den Scanner jetzt mal mehr oder weniger anlassen. Okay, wenn sie losrennt, dann geht es natürlich nicht mehr. Es müsste irgendwo hier oben sein. Hat es vielleicht was damit zu tun? Scanne die Energieanschlussrelais. Diese Wartungsklappe hat einen Defekt. Ohne weitere Daten kann ich allerdings nicht feststellen, ob es sich um eine normale Störung oder Sabotage handelt. Dann okay. Nehme ich sie am besten vom Netz, bis Rasch Zeit hat, sie sich anzusehen. Ja, manipulierte Steuerung. Dieses Relais ist so eingestellt, dass es bei jeder Energieverteilung an andere Systeme eine kleine Menge überschüssiger Energie speichert. Wäre das nicht entdeckt worden, wäre es zu einer Überladung und letztlich zu einer explosiven Entladung gekommen. Nur jemand mit direktem Zugang zu der Konsole kann die Manipulation durchgeführt haben. Verstehe. Hat sie das jetzt hier deaktiviert oder muss man das selber irgendwie machen? Ich weiß es gar nicht. Okay, dann haben wir das schon mal gefunden. Dann können wir jetzt doch mal eben zurückgehen, wo ich ja dachte, dass da nichts ist. Aber ich glaube, wir standen im Grunde doch direkt davor. Ja, das sieht doch gut aus. Scannen Sie die Verkabelung und folgen Sie ihr, um das Panel zu finden, das der Saboteur benutzt hat.
Okay, Explosionsstelle. Dieses System wurde manipuliert, sodass es in zufälligen Abständen einen Impuls aussendet. Der Systemspeicher löscht. Die Sabotage erfolgte ferngesteuert. Wenn Sie die Quelle finden, können wir vielleicht ermitteln, wer Zugang hatte. Ja, das wäre mal ganz interessant zu wissen. Okay, es führt auf jeden Fall irgendwo da hinten hin. Das ist ganz cool, diese Scanner-Geschichte. Und dass es dann halt auch so alarmmäßig rumblinkt. Das macht es einem einfacher, das dann zu finden. Okay, das Kabel. Huch, konnte ich jetzt hier gerade noch was anscannen? Oder was war das für ein Geräusch? Ach, hier. Da haben wir es doch. Scan wird durchgeführt. Diese Wartungsklappe wurde manipuliert. Schick die Daten an Raj. Verstanden, Pathfinder. Manipulierte Steuerung. Hier wurde die Sabotage durchgeführt. Nur wenige Techniker hatten autorisierten Zugang. Leider steht aber keiner mehr hier. Man weiß also nicht, wer es genau war. Huh, hier wollte ich nicht hin. Und jetzt gucken wir uns mal eben noch das da hinten an. Oh ja, das sieht auch ziemlich kaputt aus. Pathfinder, ich habe die Daten von Sam erhalten. Wir haben es tatsächlich mit Sabotage zu tun. Haben Sie irgendeine Idee, wer dahinter stecken könnte? Ja, an all diesen Klappen hat Sarah gearbeitet. Ich kann es einfach nicht glauben. Die Sicherheitsvideologs bestätigen, dass eine Sarah Kellers an diesen Wartungsklappen gearbeitet hat. Okay. Auch an derjenigen, bei der es zu der Explosion kam. Verdammt! Hast du irgendeine Ahnung, wo sie jetzt ist? Kellers arbeitet momentan an einer Wartungsklappe auf dem Hauptdeck der Hyperion. Alles klar. Explosionsstelle. Der Schaden an diesem Ort wurde durch einen direkten Override der Sicherheitsschleusen verursacht. Hier arbeiten zahlreiche Personen. Ich werde einen Abgleich mit allen anderen verfügbaren Daten vornehmen. Gut, aber wir wissen ja jetzt, wer es ist. Und jetzt müssen wir diese Person nur noch finden und sie zur Rede stellen. Und dann schauen wir mal, ob sich das irgendwie alles nochmal aufklärt. Die Frage ist nur, wo ich genau hin muss. Theoretisch. Ich weiß es nicht. Moment, das wollte ich nicht. Okay, ich dachte, ich muss jetzt irgendwie auf ein anderes Stockwerk oder so. Muss ich mit ihm noch rein? Nee. Mit ihm nicht. Irgendwie, ich muss mir angewöhnen, dass ich die Karte nicht mehr auf dieser Taste habe. Irgendwie stehe ich doch jetzt direkt davor, oder? Oh. Ich glaube, es ist doch eine andere Etage. Ich weiß aber gar nicht. Es wird einfach auf jeder Etage angezeigt. Ich habe keine Ahnung, da blicke ich irgendwie noch nicht so durch. Ich weiß auch nicht, wie wir die Etage wechseln können, außer hier oben und da unten. Und natürlich da oben. Aber ich habe keine Ahnung. Gibt es hier irgendwie einen Fahrstuhl oder so? Ich glaube nicht. Hier ist nichts. Ich finde das alles noch so ein bisschen kompliziert. Also, klar, ich sehe ja, dass hier mehrere Stockwerke sind und wir befinden uns die ganze Zeit auf diesem hier. Beziehungsweise meistens auf dem hier. Er zeigt mir hier auch eine Treppe an. Und da auch. Ja, trotzdem ist das so eine Sache für sich. Da irgendwie den Weg zu finden. Ich glaube, er hat mir... ich glaube, er hat mir einfach diese Treppe hier angezeigt. Aber die bringt uns, glaube ich, nichts. Nee. Hier ist einfach nur das pure Chaos ausgebrochen. Können wir vielleicht so ein bisschen nachlesen? Ja, wir sollen natürlich den Saboteur zur Rede stellen. Das war mir auch klar. Aber ich habe keine Ahnung, wo wir sie finden können. Ich habe hier ehrlich gesagt noch keine Orientierung. Ah, ja, sowas habe ich gesucht. Eine Tür oder Fahrstuhl oder irgendwas. Huch, was war das denn gerade für ein komischer Sprung auf der Treppe? Genau, das sieht doch schon besser aus. Hat sie uns noch etwas zu sagen?
Hey, alles okay? Die haben sie ziemlich in die Mangel genommen. Und Edison. Sie sind seit über einem Jahr der erste Pathfinder hier. Und ihr fällt nichts Besseres ein, als ihre Kompetenz in Frage zu stellen? Ja, das dachte ich mir auch so. Sie war sehr schwierig. Ja, die Begegnung mit Edison war interessant. So kann man es auch nennen. Sie kennt sie einfach nicht. Ich hingegen schon. Und sie schlagen sich gut. Dankeschön. Danke. Ich habe mit Direktor Tan die Logistik besprochen. Sie geben uns ein Schiff samt Besatzung. Angeblich die beste, die sie haben. Ich muss nochmal zurück auf die Arche, um bei Sam vorbeizuschauen. In Ordnung. Und wenn sie schon dort sind, sollten sie vielleicht auch nochmal nach ihrem Bruder sehen. Ja, das klingt nach einer sehr guten Idee. Aber das hier wird mich doch, glaube ich, nur zur Arche zurückbringen. Sehe ich das richtig? Es ist aber auch das Einzige, was mir gerade so auf der Karte angezeigt wird. Vielleicht ist diese Sarah oder Zara, wie sie ausgesprochen wird, einfach auch auf der Arche. Ich weiß es nicht genau. Aha. Oh, okay, wir können auch zu der Kryptostation fahren, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Da ist allerdings nicht unser Quest, theoretisch. Oder doch? Ne, hier geht's wieder. Genau, hier geht's wieder hin. Was ist denn das jetzt wieder für eine Station? Ich bin verwirrt. Cooler Ausblick. Wie immer eigentlich. Also bisher fand ich die Ausblicke immer alle sehr, sehr schön. Tja, und jetzt bin ich natürlich wieder mal ganz woanders, wo ich überhaupt nicht hin wollte. Aber ja, das kann ich gut. Ach so. Ich mach's wieder gut, Dash. Versprochen. Ach, jetzt sind wir auf der, ne? Auf der Hyperion. Ich dachte, das andere. Ja, okay. Reden wir mal mit ihm hier. Er scheint irgendwas zu wollen. Pathfinder, ich bin Nigel McCoy. Frisch aus dem Kälteschlaf. Das ist schön. Willkommen in Andromeda, Nigel. Danke. Allerdings, mein kleiner Bruder Dash war auf der Nexus. Nun habe ich erfahren, dass er starb, als er auf Eos seine Siedlung errichten wollte. Oh, das tut mir sehr leid. Das ist schrecklich. Mein Beileid, Nigel. Ja. Wir wollten hier draußen gemeinsam Familien gründen. Nicht wahr? Ich habe einen Anhänger, den unser Vater getragen hat. Dash hatte genauso einen. Würden Sie sie wieder zusammenbringen? Natürlich. Er hat in seinem digitalen Tagebuch einen Ort auf Eos erwähnt, wo er immer nachgedacht hat. Wenn Sie den Anhänger dorthin bringen könnten. Na klar, das werde ich auf jeden Fall machen. Da wir ja sowieso auf Eos noch einige Aufgaben zu erledigen haben. Und ja, das machen wir dann natürlich gerne. So, ich guck mal eben nach meinem Bruder. Wo ist mein Bruder hin? Der lag doch da immer. Ist er noch hier drin? Nee. Was ist hier geschehen? Okay, hier will auch... hier will auch niemand mit mir reden. Hier ist nichts. Okay. Alles klar. Ich dachte, wir können jetzt nach unserem Bruder gucken, wenn wir schon mal hier sind. Die eine da hatte das doch vorgeschlagen. Greer, wie geht es Ihnen? Ich bin dankbar. Wenn Sie und Liam mich nicht in der Höhle gefunden hätten, nur Gott weiß, was die Aliens mit mir angestellt hätten. Wir konnten niemanden zurücklassen. Ja, aber Ihr Vater und Kirkland. Wir werden Ihr Opfer nie vergessen. Es ist sehr mutig, sein Leben für das Gemeinwohl zu riskieren. Ja, aber es ist unfair. Wir sind gerade erst angekommen. Es tut mir leid, dass ich nicht bei Ihnen bin, aber Kirkland war ein Freund und ich schaffe das einfach nicht mehr. Ich verstehe. Habitat 7 war ein unangenehmer Weckruf. Passen Sie auf sich auf, Greer. Sie auch. Und nochmal danke. Ja, es ist natürlich alles ziemlich blöd gelaufen. Direkt der Anfang. Fischer, schön, dass es Ihnen wieder besser geht.
Das war vielleicht eine Expedition, was? Der Captain meinte, ich würde im Log als erster Mensch vermerkt, der Kontakt mit den Cat hatte. Und Kirkland als ihr erstes Opfer. Ich wünschte, es wäre anders verlaufen. Ich bin mir sicher, es gibt in Andromeda auch nette Aliens. Wir müssen sie einfach nur finden. Genau, immer positiv denken. Jetzt der Pathfinder. Je schneller sie also rausfinden, wo sie sich verstecken, desto besser. Mach ich. Und Kopf hoch. Oh ja, das werde ich machen. Ja, hier können wir sonst weiter nichts machen. Also, ich weiß nicht, wo mein Bruder hin ist. Das finden wir dann hoffentlich noch raus. Also gehen wir jetzt einfach mal zum Habitationsdeck. Oh, da waren gerade noch andere Punkte, wo wir hätten hin können, glaube ich. Aber wir wollen ja so langsam mal der Quest ein bisschen weiter folgen. Hier sieht es fast genauso aus wie der Ort, wo wir gerade waren. Bisschen anders. Okay. Hi, Leute. Möchte vielleicht irgendjemand mit mir reden? Nö, dann nehme ich mir mal hier die Credits, ne? Weil ich bin jung und brauche das Geld. Ach, hier ist ja die meine Frisur geklaut hat. Ich erinnere mich. Hier waren wir schon mal. Dann gucken wir mal, ob wir diese Zara hier finden können. Das scheint sie ja zu sein. Oh ja, da ist sie. Sarah Kallis? Ja? Ich habe Beweise, dass sie die Nexus sabotiert haben. Was? Nein! Ich würde nie... Ich habe selbst in der Sache ermittelt. Und ich habe Scans, die das beweisen. Hier. Ich übertrage meine Scans auf ihr Universalwerkzeug. Witzig. Rush hat dieselben Ermittlungen angestellt. Und die haben uns zu ihnen geführt. Meine Scans deuten auf Rush als den Schuldigen hin. Jemand muss uns beide ausgetrickst haben, sonst weiß ich auch nicht. Die Daten von Miss Kallis ähneln verdächtig denen von Mr. Patel. Ein dritter Beteiligter ist wahrscheinlich. Ja, das wirkt ganz so, als wenn da wirklich jemand ganz anders schuld ist. Anscheinend benutzt jemand sie und Rush, um seine Spuren zu verwischen. Dafür bräuchte er eine ziemlich hohe Zugangsfreigabe. Trotzdem, es ist besser als die Vorstellung, dass es Rush war. Aber es bedeutet, dass alle meine Daten nutzlos sind. Ich wünschte, ich hätte Zugriff auf die Überwachungskameras. Ich wette, wir würden etwas finden. Sie unternehmen gar nichts, damit der Täter nicht merkt, dass wir ihm auf der Spur sind. Ich überprüfe die Überwachungskameras. Rush, okay. Sind Sie da? Ja. Wie ist es gelaufen? War sie es wirklich? Nein. Sie hatte Beweise, die auf sie hindeuten. Ich nehme an, jemand hat sie beide aufs Glatteis geführt. Halten Sie sich bedeckt und reden Sie mit niemandem darüber. Ich kümmere mich darum. Ja, ich weiß, ich gehe schon wieder ganz woanders lang, aber ich finde das alles sehr spannend hier. Ich würde mir das gerne mal ansehen. Und mit Sam müssen wir auch noch reden. Das machen wir aber erst danach. Ich möchte jetzt schon gerne eigentlich der Quest folgen. Ich wollte nur mal kurz gucken. Ah. Das hier scheint die Kabine meines Vaters zu sein. Okay, alles klar. Gedruckte Bücher? Reproduktion der Tagebücher von Lewis und Clark mit genauen Schilderungen ihrer Expedition im 19. Jahrhundert. Das erklärt Dads Interesse. Sie waren auch Entdecker. Oh, eine Menge Waffen. Oh, wie kann das so eine Die erste Schusswaffe ihres Vaters. Ein Erinnerungsstück an seine Anfangszeit bei der Allianz. Ich wette, sie hat einiges erlebt. Alec erzielte seinen ersten Kampfabschuss während des Erstkontaktkrieges. Als die Turianer noch unsere Feinde waren. Verrückte Zeiten. Und ich habe gerade was ganz Tolles entdeckt. Nämlich die Normandy. Oh, ja, pack halt erstmal einfach direkt ein. Ich dachte, sie sagt jetzt irgendwas dazu, aber pff, nö, stecken wir uns die Normandy ein, ist in Ordnung. Finde ich gut. So. Gucken wir uns das mal an hier. Was ist da drauf, Sam? Die persönlichen Logs ihres Vaters. Einige davon sind verschlüsselt. Oh, okay. Verschlüsselt sogar. Endlich ist der Tag gekommen. Wir verlassen die Erde. Wir springen.
brechen zuerst durch einige Portale und igeln uns dann für die lange Reise durch den Orkusnebel ein. Es ist beängstigend, über all die Hoffnungen und Träume an Bord der Hyperion nachzudenken. Ich habe natürlich auch eigene. Ich war nicht der Ehemann oder Vater, der ich hätte sein sollen. Ich hoffe, 600 Jahre können einen Menschen verändern. Ja, wow. Sam, das ist eine Erinnerung wegen Dr. Liara Tassoni. Sie ist eine Asari-Archäologin, mit der ich vor einigen Jahren korrespondiert habe. Sie hat Erfahrung beim Studium alter Kulturen. Sorge dafür, dass das Team ihre Forschungsergebnisse bekommt. Sie könnten in Andromeda nützlich sein. Liara Tassoni, ha? Huh? Sie hat die Proteaner studiert. Wenn mein Team und ich Artefakte ausgegraben haben, kam ihre Arbeit immer zur Sprache. Sie hatte einige ziemlich kontroverse Theorien, soweit ich mich erinnere, hat aber nie größere Wellen geschlagen. Ich habe Dr. Tissonis Forschungsergebnisse auf Datenpads gespeichert. Oh, ich vermisse Niawa. Es wäre echt cool, wenn sie vielleicht sogar noch leben würde, weil Asari werden ja ziemlich alt. Und wir sie vielleicht irgendwann mal treffen. Wer weiß. Ich wäre ziemlich begeistert. Hallo Alec, hier ist Dr. Tassoni. Ich fühle mich geschmeichelt, dass Sie mich kontaktiert haben. Die meisten Wissenschaftler lehnen meine Arbeit ab. Aber ich bin jung und eine Asari. Und die werden älter. Da wollen wir doch mal sehen, wer das letzte Wort hat. Bis dahin überlasse ich Ihnen gerne meine Forschungsergebnisse. Hoffentlich kann Ihr Team etwas damit anfangen. Hallo Alec, ich habe Ihre Nachricht erhalten. Ich muss sagen, bei dem Gedanken, eine andere Galaxie zu erkunden, brummt mir der Kopf. Ich bin aber ehrlich gesagt nicht sicher, wie jemand so eine Reise überleben kann. Und außerdem könnte ich es nicht ertragen, die Milchstraße zu verlassen. Es gibt noch so viel über die Proteaner, das ich hier zu ergründen hoffe. So viel potenzielles Wissen, das ich anzapfen möchte. Ich wünsche Ihnen viel Glück und Erfolg. Okay, dann vermute ich einfach mal, wir werden sie höchstwahrscheinlich nicht wiedersehen, wenn sie die Milchstraße nicht verlassen möchte, weil wir sind ein bisschen sehr weit davon entfernt. Dann hat eine Erkundungsmission auf Habitat 7 zugestimmt. Ich packe jetzt. Ich mache mir Sorgen um Scott. Dr. Tepero sagt, es sei alles in Ordnung, aber er ist mein Sohn. Wie soll ich mir da keine Sorgen machen? Ich hasse es, ihn so zurückzulassen. Das sind diese Augenblicke, in denen du dir wünschst, du hättest deinen Kindern öfter gesagt, dass du sie liebst. Oder überhaupt mal. Und das bringt mich zum schwierigen Teil. Kinder, falls mir etwas zustößt, gibt es Dinge, die ihr erfahren werdet. Ich hoffe, ihr werdet sie verstehen. Okay, jetzt bin ich mal richtig gespannt. Mal schauen, wann wir das alles so erfahren werden. Und anscheinend hat er seinen Kindern gegenüber wirklich nicht so viel Liebe gezeigt. Und ich frage mich, was ist mit dem Bruder? Dieses Log kann momentan nicht aufgerufen werden. Okay, ich vermute mal, die Verschlüsselten gehen alle nicht. Dieses Log kann momentan nicht aufgerufen werden. Trotzdem möchte ich das probieren. Dieses Log kann momentan nicht aufgerufen werden. Einfach nur aus Prinzip. Dieses Log kann momentan nicht aufgerufen werden. Okay, Sam, ich hab's verstanden. Hier haben wir noch einen Audioausschnitt. Ich bin Dr. Liara Tassoni und ich habe mehrere Jahrzehnte damit verbracht, die alten Proteaner zu studieren. Wie jedermann weiß, waren die Proteaner eine Hochkultur, die vor etwa 50.000 Jahren in der Milchstraße gedieh und dann verschwand. Selbst zum jetzigen Zeitpunkt, im Jahr 2182, bleibt ihre Kultur ein Geheimnis. Ich habe im Verlauf meiner Studien einige Techniken zur Analyse beliebiger alter Kulturen entwickelt. Ich hoffe, die wissenschaftliche Gemeinschaft kann daraus Nutzen ziehen. Ja, ich hoffe auch. Mal schauen. Oh, Kaffee! Die Kaffeemaschine, die Mom für Dad besorgt hat. Deine Entwicklung hatte ihn so in Beschlag genommen. Er brauchte das Koffein. Mir war nicht bewusst, dass ich meine Existenz einer Bohne verdanke. Dann weißt du jetzt, wie sich Demut anfühlt. Ah ja, den finde ich gut. Der hat was.
haben wir das auch mal gesehen. Das Quartier vom lieben Papa. So, dann können wir ja auch mal langsam uns wieder den wichtigen Dingen im Leben widmen. Sollte ich es dann mal finden, wo ich hin muss. Bin mir da noch nicht so sicher. Nein. Ich werde es hoffentlich noch irgendwann lernen. Das sieht irgendwie aus, als wäre ich theoretisch auf dem richtigen Weg. Hoffentlich auch praktisch. Oh ja, wir müssen tatsächlich wieder ganz woanders hin. Nämlich wieder zur Kommandozentrale. Gut. Dann wollen wir schauen, was wir Schönes finden. Überwachungsaufnahme 1, Tag 522. Instabilität beim Netzwerkzugang entdeckt. Zeitstempel verschlüsselt. Keine fehlerfreie Wiedergabe möglich. Okay, das können wir aktivieren. Diese Datei ist nutzlos. Wir überprüfen noch eine. Überwachungsaufnahme 2, Tag 523. Instabilität beim Netzwerkzugang wiederholt. Zeitstempel verschlüsselt. Keine fehlerfreie Wiedergabe möglich. Ausfallschutz deaktiviert. Systemwiederherstellung erforderlich. Auch das wird nicht funktionieren. Ein Zufall ist unwahrscheinlich. Wir überprüfen noch eine. Lass mich raten, auch die wird wahrscheinlich wieder nicht funktionieren. Überwachungsaufnahmen 3, Tag 525. Hatten wir da nicht gerade 522 und 523? Wo ist denn Tag 524 hin? Auf jeden Fall, wie wir hier sehen, ist das alles wieder deaktiviert, gescheitert, defekt und instabil. Wird auch nicht funktionieren. Diese Datei ist ebenfalls beschädigt. Mit Sicherheit kein Zufall. Man sieht ein bisschen mehr als bei den anderen. Man hat eine ziemlich hohe Freigabe, um die Dateien der Überwachungskameras zu manipulieren. Vielleicht jemand, der für Kandros arbeitet. Das wäre das Wahrscheinlichste. Kannst du aus den Dateien mit biometrischen Scans eine Identifizierung rauskitzeln, Sam? Die Dateien sind schwer beschädigt. Aber wenn ich alle verfügbaren Identifikatoren kombiniere, könnte es funktionieren. Auf Basis der eingeschränkten verfügbaren Informationen suchen wir einen männlichen Menschen, der entweder der Nexus oder der Hyperion zugeteilt ist. Sie werden Scans aus unmittelbarer Nähe durchführen müssen. Verstanden. Okay, alles klar. Das werden wir doch auf jeden Fall machen. So, hier irgendwo sollen wir scannen. Achso, wir dürfen jetzt endlich mal Menschen scannen. Wie schön. Diese Person ist es nicht. Bart Cummings, dieses Mitglied von Nexus Sicherheit ist nicht in die Sabotage verwickelt. Gut. Er sieht auch nicht so aus. Können wir eigentlich jetzt alle scannen? Nee, alle nicht. Nur bestimmte Leute. Hier, da haben wir jemanden. Übereinstimmung negativ. Leif Dutil? Keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht. Dieses Mitglied von Nexus Sicherheit ist nicht in die Sabotage verwickelt. Irgendwie sieht das so ein bisschen gruselig aus. Der Kopf. Und irgendwo ist noch einer, den wir scannen können. Vielleicht hier oben? Nö. Das könnte wieder überall sein. Ich mit meinem Orientierungssinn. Müssen wir hier vielleicht wieder irgendwo hin? Ja, das sieht gut aus. Auf der Hyperion selbst müssen wir noch jemanden scannen. Ich habe das Gefühl, es ist tatsächlich einer von unseren Leuten. Das ist nicht so gut. Und ich frage mich, warum. Du hier vielleicht? Biometrische Daten stimmen nicht überein. Nein, Solomon Yen war es halt auch nicht. Aber es wird sich schon ein Schuldiger finden lassen. Du siehst verdächtig aus.
Der Scan zeigt eine partielle Übereinstimmung. Ziel ist wahrscheinlich Verdächtiger. Wer ist es? Dale Atkins, untersteht Kandros Abteilung, ist dem Sicherheitsteam der Station zugewiesen. Okay, reden wir mal mit ihm. Dale Atkins, richtig? Wir müssen uns unterhalten. Hören Sie, ich will nicht unhöflich sein, aber ich habe zu arbeiten. Nennt man Sabotage heutzutage so? Arbeit? Dafür, dass Sie hier neu sind, sind Sie ziemlich überheblich. Sie haben nicht die geringste Ahnung, was hier los war. Die Beweise sagen, dass Sie ein linkes Ding gedreht haben. Na klar. Ach kommen Sie, sparen Sie sich das. Ich habe genug von all den Heuchlern auf dieser Station. Sie waren nicht hier, als Sie unsere Freunde und Familien rausgeworfen haben. Meuterei? Dass ich nicht lache. Wir wollten einfach nur antworten. Meine Schwester ist jetzt da draußen. Ich weiß nicht mal, ob sie noch lebt oder... Ich bedauere diese Vorfälle, aber Sprengladungen sind keine Antwort. Leute ins Exil zu schicken, weil sie mit der Politik nicht einverstanden waren, aber auch nicht. Mir ist egal, was sie denken. Die Anführer der Meuterei hatten recht, als sie wissen wollten, was eigentlich los ist. Sie hätten jemanden verletzen können, sogar töten. Wie diejenigen, die getötet wurden, als unsere Anführer meine Freunde von Krogana niedertrampeln ließen? Genug geredet. Ich gestehe, ich war's. Machen Sie mit mir, was Sie wollen. Ich würde mal sagen, das entscheidet jemand anders und nicht ich. Das ist nicht meine Entscheidung, sondern die der Anführer der Nexus. Die sollen eine Entscheidung treffen? Na, da bin ich ja mal gespannt. Yay! Und wir haben einen Stufeaufstieg bekommen und mehr Lebensfähigkeit anscheinend. Wir sind jetzt Stufe 3. Und das heißt, wir können wieder skillen. Okay, die Taste war es offensichtlich nicht. Hier, so. Und damit muss ich auch erstmal noch ein bisschen zurechtkommen und mich hier so reinfinden. Und ich sehe gerade, das, was wir zuletzt geskillt haben, ist irgendwie wieder weg. Weil er das, glaube ich, nicht gespeichert hatte. Gut, ich würde gerne das hier skillen schon mal für später. Und am besten... Gut, das ist jetzt nur Kampf. Wir können natürlich auch... Ja, bestätigen auf jeden Fall. Auch hier nochmal reinschauen. Wir können sehr viel mit Biotik machen, außer so bestimmte Sachen. Da hätten wir eine andere Klasse nehmen müssen. Aber wo sind denn meine Attacken? Hier, Energieentzug. Ach doch, er hat es doch gespeichert. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen weiter skillen. Können wir aber nicht. Wir haben nur noch einen Punkt. Wir haben zu viel verballert. Okay, dann sparen wir einfach noch wieder ein bisschen. Ist ja nicht so schlimm. Und sie... Da machen wir mal den Sturmangriff weiter. 2 Punkte hat sie noch. Verbessert die Angriffsfähigkeiten von Cora. Am Leben bleiben. Ja, ist eigentlich auch ganz gut, wenn die mal ein bisschen Defensivausbildung bekommen. Ich glaube, ich gebe ihr ein bisschen mehr Schildleistung. So, auch das bestätigen wir. Und Liam darf auch noch ein bisschen sich verbessern. Und zwar kriegt er nochmal etwas auf Chaosangriff. Und ebenfalls auf Verteidigung, bessere Gesundheit. So, damit kann man doch schon mal leben. Ansonsten, was haben wir hier noch? Alles Schönes. Okay, das Logbuch, Codex lese ich immer nur in Ruhe durch. Die Waffen. Okay. Wir haben 3 Mods dafür. Aber anscheinend sind hier auch schon ja welche eingebaut. Ich weiß nicht, könnten wir das ändern? Nee, zerstören können wir nur und dann könnten wir wahrscheinlich was Neues reinmachen. Aber ich würde sagen, ich lasse das einfach mal so, wie es ist. Das ist schon okay so. Ja, wir wissen jetzt, wer der Schuldige ist. Jetzt ist er auch schon weggegangen. Und haben damit wieder erfolgreich einen Quest fertiggestellt. Und in der nächsten Folge werden wir dann höchstwahrscheinlich mit Sam sprechen. Oder mal schauen, ob noch andere Quests
auf uns warten, die wir vielleicht vorher noch erledigen können. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.